Ja, willkommen bei Marius Klemmbaustein. Das ist das Anlagenvideo Nummer 28 und hier herrscht momentan etwas Chaos, denn ich habe eine neue Baustelle angefangen, ohne dass ältere Baustellen schon abgeschlossen sind. Das werde ich euch jetzt mal zeigen, was da so los ist. Ich meine, hier der Bahnhofsbereich. Hatte ich euch ja schon gezeigt mit den fertigen Schwellen. Und ja, hier ging es mit dem Bahnhofsvorplatz weiter. Da werde ich jetzt kurz die Stellung wechseln. Und ja, dann zeige ich euch mal, was ich da so alles schon getrieben habe. Bis gleich. So, da habe ich das Chaos mal ein bisschen beseitigt. Und ich versuche wieder. Da war schon wieder. Ich versuche dem M in diesem Video aktiv schon wieder entgegenzuwirken. Also ich hoffe, das waren jetzt die letzten im Video. Schauen wir mal, weil das, wenn ich die Videos angucke, das geht mir irgendwie auf den Keks, dass ich das immer sage. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Aber wir werden versuchen, oder zumindest ich, das zu vermeiden. Ja, was will ich euch hier zeigen? Da haben wir einmal den Bahnhofsvorplatz. Wie man sieht, jede Menge graue, dunkelgraue 2x2er Fliesen. Hier noch ohne irgendwelche Markierungen. Das war früher so, werde ich wahrscheinlich auch so lassen. Dann haben wir hier halt noch die Taxibeschriftungen. Die werden auch ein bisschen angepasst. Da kommen noch so abgerundete 1x1er Fliesen rein. Die habe ich auch hier bei dem Bus verwendet. Das macht die Buchstaben etwas geschmeidiger. Man sieht, sieht super aus. Dann, wie man hier sieht, das Ganze wurde auch schon schön überbaut. Ja, an manchen Stellen steht es noch ein bisschen hoch, aber es geht. Hier habe ich die Treppen in Light Blue Spray abgeändert. Die waren vorher Dark Blue Spray. Ja, das hier, das sind so Kellerfensteröffnungen. Die sind abgedeckt. Ich denke, das kann man so lassen. Sieht ganz witzig aus. Dann hier, das ist erhöht. Geht ja hier in dem Bereich nicht anders. Und wie man sieht hier, das ist alles noch ebenerdig, direkt auf den Grundplatten drauf. Das bin ich gerade am Umbauen. Und zwar kommt da noch eine Plattenstärke drunter, dass das Ganze wie ein richtiger Bürgersteig ist. Vor allen Dingen macht das dann hier eine bessere Figur. Und ja, die hellgrünen Grundplatten, die verschwinden. Ich hatte mir hier jede Menge 2x4er Plates bei AliExpress besorgt. Wie man sieht hier, das ist jetzt eine angefangene Tüte. Ich habe noch eine komplett volle. Da habe ich teilweise doch ein bisschen zu viel gekauft. Mal gucken, was da am Ende übrig bleibt. Ja, und der Bus, wie gesagt, der kommt dann hier rüber. Fährt dann hier rum. Fädelt sich dann hier ein und fährt dann an die Bushaltestelle. So ist das gedacht. Und dann kann er nachher hier hinten wieder rausfahren. Und zur Not kann dann hier noch ein zweiter Bus anhalten. Der kommt dann auch noch schön rum. Ja. So ist das hier soweit angedacht. Ein bisschen hier in die Totale gehen. Ich denke, das kann man so lassen. Also mir gefällt es. Es sieht wie ein deutscher Bahnhofsvorplatz aus, wie er früher so üblich war. Früher ging auch der Teerplatz meistens bis komplett ans Bahnhofsgebäude ran. Ich habe da jetzt halt hier so einen kleinen Absatz gemacht.
Das ist ja dann immer so der persönliche Geschmack, der dann damit spielt. Ja, das war der Bahnhofsvorplatz und dann kommen wir jetzt zur Hauptbaustelle. Wie man sieht, hier liegt jede Menge Material. Also hier die dunkelgrauen 2x4er, da habe ich wahrscheinlich auch viel zu viele. Da ist noch die ganze Kiste fast voll, obwohl ich die ja schon hier überall und da hinten zur Genüge verbaut habe. Ja, vielleicht kann ich da später noch mal was abgeben. Weil das Einzige, was mir an den Platten da jetzt nicht so gefällt, ich weiß nicht, ob man es so sieht, die sind ein klein bisschen dunkler wie die von Lego bzw. Blue-Bricks. Blue-Bricks, die haben auch fast so eine Farbe wie Lego, aber die hier sind doch deutlich dunkler. Man sieht das hier am Gleis, die einmal zwei ja auch. So, fürs Gleis ist es jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man irgendwas anderes baut, in Mischbauweise mit einem anderen Hersteller, ist das doch dann deutlich störender. Ja, und jetzt kommen wir hier zur wichtigsten Baustelle. Im Moment fangen wir von vorne an. Also, wie gesagt, hier. Das Gleis wurde halt schon komplett ballastiert, also mit dem Gleiskörper versehen. Und hier habe ich jetzt angefangen mit den Tunnelportalen. Das werden auch wieder zwei, weil das hier auch mehr so wie eine Unterführung ist, weil da ist ja die Kirche, da sind Häuser. Das ist ja dann nicht wirklich ein Tunnel. Ja, und hier habe ich die Herausforderung. Ich muss das alles in die Waagerechte setzen. Ich habe jetzt mal bei einer WhatsApp-Gruppe ins Play setzen geschrieben. Das wurde so richtig verstanden. Also, wie gesagt, in die Waagerechte. Hier sieht man es auch. Das geht auf 8 Noppen. Eine Plate höher. Das macht es mal so. So sieht man es vielleicht noch besser. Ja, so sieht man es. Also ist doch schon ein ordentliches Gefälle, das ich hier habe. Drauf drücken. So. Ja, und hier auf der Seite wird das Ganze mit einer Reihe Mauersteine kaschiert. Da habe ich dann einmal die vordere Mauersteine hinten dran. Hinter der großen Mauer habe ich auch noch mal eine Reihe Steine gesetzt, dass die unten auch fixiert wird. Aber die hält auch so durch die Noppen. Ja. So, hier kommt dann auch noch so eine Steinreihe vorbei, dass man das Ganze nachher dann nicht mehr sieht. So, das mache ich jetzt mal kurz, um es euch dann zu demonstrieren. So, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, so sieht das Ganze dann aus. So habe ich dann die untere Schräge kaschiert. So, hier ist dann habe ich noch zwischen den Mauern aufgefüllt, dass das Ganze ein bisschen stabiler wird. Also wie gesagt, hier die Mauern, die sitzen jetzt alle in der Waagerechten. So, ich greife mal gerade um. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Wie man sieht, diese Mauer hier, die ist auch in der Waagerechten. Und hier läuft es dann runter. Das wird also noch abenteuerlich, wie das nachher hier weitergeht. Vor allen Dingen nachher hier herum. Da kommt ja dann hier das Tunnelportal hin, da wo die Signalbrücke steht. Und ja, hier, ich mache das mal weg. Da muss ich ja dann auch noch irgendwie einen Anschluss finden. Hier rüber. Einmal muss das von den Noppen her genau passen. Da hoffe ich mal, dass ich da genau gearbeitet habe, weil das habe ich, da war schon wieder das R, da habe ich hier geguckt, dass ich ziemlich genau mit den Noppen nebeneinander bin. Ja, und hier soll ein großes Doppelportal hinkommen. Also
ein Portal, wo zwei Gleise reinführen. Doppelportal, das ist jetzt wieder so ein Begriff, den man missverdeuten kann. Das hier, das ist ja auch im Prinzip so ein Doppelportal, zwei Portale zusammen. Also hier soll dann nur ein Portal hin. Mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Soll auch so ein bisschen rund werden. Ja, so, dann, was gibt's hier noch? Einmal die Schwellen. Wie man sieht, ich habe hier jetzt Dark Tan genommen. Also das sollen verwitterte Betonschwellen darstellen. Wenn ich jetzt hier die Tüte habe, sieht das Ganze für mich optisch viel dunkler aus, als wie wenn sie da jetzt montiert sind. Ja, deshalb, ich muss mich hier erstmal noch ein bisschen mit anfreunden. Ich mache da ja noch ein paar neue Schwellen dazwischen. Die sind ja dann in Lightbrush Gray. Müssen wir einfach mal gucken, wie das aussieht, ob es passt oder nicht. Wenn es mir gar nicht gefällt, kommt das Ganze wieder raus, weil ich habe in dieser Farbe noch genug Material, um das dann eventuell umzuändern. Also hier die Strecke, hier runter. Die kriegt auf jeden Fall Holzschwellen. Das hier soll dann einfach so eine optische Abtrennung sein. Quasi eine andere Strecke. Ja. Mal gucken, wie das Ganze dann weitergeht. Ich werde heute Abend hier noch ein bisschen weiterbauen. Deshalb ist das Video an der Stelle noch nicht zu Ende. Ich werde das jetzt noch mal kurz unterbrechen. Und dann, ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns später nochmal. Ja, da sind wir wieder ein bisschen weiter. Da haben wir uns schon hochgearbeitet. Über die Tunnelportale. Die sind jetzt beide gleich hoch gebaut. Aber wie man sieht, das vordere, das ist ein Stein tiefer. Das haut mit dem Gefälle hier auch hin, dass das so passt. Ja, und hier unten mit der Mauer, die wo jetzt auf der Grundplatte drauf sitzt, sieht das halt gleich aus, weil die halt auch runterläuft. Also ich finde, das passt soweit ganz gut. Ja, also die Plattenwände sind jetzt fertig gebaut. Und da kommt jetzt vorne, kommt dann der Portalbogen drauf. Das mache ich noch. Vielleicht baue ich auch die Portaldecken schon fertig. Aber weiter wird es heute wahrscheinlich nicht gehen. Weil ich muss gucken, wie ich weitermache. Entweder werde ich, wie gesagt, hier die Mauer noch ein bisschen weiterziehen. Oder ich muss hier neben dran gucken, wie ich da anfange. Auf jeden Fall muss ich mir dabei Studio mal einen Plan machen, wie das Portal aussehen soll. Werde ich euch dann, sobald es da was gibt, auch zeigen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so, die Tunnelportale sind an sich fertig. Ist hier das auf der Seite. Da muss ich noch abwarten, wie es da weitergeht. Aber das hier, wie man sieht, ist komplett. Ja. Portale hier, das waren auch wieder Bausätze gewesen von AliExpress. Da werde ich euch den Link dazu noch mal unten reinsetzen. Wie gesagt, das sind dieselben Portale, wie ich hinter im Krankenhaus verbaut habe. Da hatte ich mir damals 4 Stück gekauft, lagen bei so 22 Euro. Ja, wenn man mehrere braucht, summiert sich das dann natürlich. So, ich guck mal, ob man hier noch einen schönen Blick durch erhaschen kann. Oh, wunderbar. Hier sieht man die Decke. Ja. So, ich werde euch jetzt die Portale noch aus der anderen Perspektive zeigen.
Da werde ich jetzt noch mal kurz den Standort wechseln. So, dann noch mal aus der Perspektive. Also ich finde, die sehen richtig gut aus. Ich habe sie minimal abgeändert. Und ja, die machen echt was her. Auch jetzt hier in Verbindung mit der Mauer sieht das richtig gut aus. So, ich habe hier gerade noch eine Lok geholt. Meine AEG 182, die es auch bei Replicable gibt. Ja, das passt. Einwandfrei. Da ich eh mit eingezogenen Stromabnehmern wegen dem Untergrund fahren muss, ist das die passende Höhe. Große Dieselloks, die werden auch nicht höher als optimal. Wenn es ein bisschen enger aussieht, ist es fürs Auge optisch immer interessanter. Ja, passt. Wenn dann der Zug hier aus der engen Röhre rausfährt, das ist optimal. Ja, hier nochmal der schöne Bluebricks-Baum, die Eiche. Ah, die macht sich da echt gut. Da muss ich mal gucken, ob ich da mir vielleicht noch ein oder zwei besorge, weil die gefallen mir echt klasse. Die könnten einen Baum ungefähr vielleicht in einer halben Größe noch rausbringen. Oder aus einer Eiche zwei Bäume machen. Das wäre auch was, was man vielleicht ins Auge fassen könnte. Da werde ich mich vielleicht mal rantrauen. Hier vor der Kirche wird mir so eine Eiche auch gefallen, aber ja, in der Größenordnung nicht. Da wird die Kirche zu viel verdeckt. Wie gesagt, hier die kleinen Krüppelbäumchen, die könnten ein bisschen größer sein. Mal gucken, was sich da noch so machen lässt. Ja, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, sind wir bei diesem Video am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn das mit Gefällt mir markiert. Lasst einen Kommentar da. Für Ratschläge oder Tipps bin ich jederzeit dankbar. Wenn was Gutes dabei ist, wird es auch definitiv umgesetzt. Ja, wie gesagt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne über die Affiliate-Links, die ich unten in der Videobeschreibung habe, was bestellen. Da kommt was Kleines für mich dabei rum. Kommt der Anlage zugute. Ja, hat sich ja schon einiges getan. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.